Oh fuck. Genussvolles Essen sieht anders aus. Und schuld daran sind sie. Soßen mit Namen wie Beast Killer, Satan's Blood oder Crazy Gibbon. Sie alle haben nur ein Ziel: dem Konsumenten den Schweiß auf die Stirn und die Tränen in die Augen zu treiben. Und genau diese Wirkung setzte bei den drei Teilnehmern des vierten Reichenbacher Scoville Contest ein. Zu Beginn waren Andreas, Alex und Tobias noch gut gelaunt und optimistisch. Überhaupt nicht, ich mach's reinweg aus Gaudi und guck mal, wie weit ich komme. Also die Jalapenos will ich schaffen auf jeden Fall. Ich hoffe mal über die geschnibbelten Chilis hinaus diesmal. Das ist immer so der Punkt, wo ich nicht weiterkomme. Ja, unterschätzen sollte man es nicht, ne? Es kann länger gehen, als man denkt. Thomas Keller, Betreiber des Curry Nummer 3, hatte die Idee zu dem Contest. Er tischte den Teilnehmern die einzelnen Gänge auf. Currywurst mit scharfer Soße. Los ging es bei 100.000 Scoville. Für die Schärfe verantwortlich ist das in Paprikapflanzen enthaltene Capsaicin. Die Scoville-Skala gibt das Verhältnis an, wie viel Wasser bis zur kompletten Neutralisierung gebraucht wird. Zum Beispiel werden bei 15 Millionen Scoville 15.000 Liter Wasser benötigt, damit keine Schärfe mehr feststellbar ist. Doch zurück zum Contest. Da zu viel Schärfe sich auch negativ auf den Körper auswirken kann, war das DRK zur Überwachung mit vor Ort. Hier oben ist die Sauerstoffsättigung und hier unten ist der Puls. Ein Stück. Ist gut, oder? Ein bisschen hoch. Das kann durch Zuschlafessen passieren. Wie kannst du das aus dem Körper auswirken? Naja, zu hoher Puls, dann geht er wieder runter und dann kann es sein. Im schlimmsten Fall? Dass es Verletzungen an der Speiseröhre gibt und dann müssen wir halt einen Arzt rufen. Damit die Teilnehmer nicht bloß Currywurst essen müssen, gab es zwischendurch frisches Gemüse. 50 Gramm kleingeschnittene Jalapenos und Habaneros. Diese vierte Stufe ist zu viel für Tobias und er steigt bei 550.000 Scoville aus. Während die beiden DRK-Helfer ihn durchchecken, beruhigt er Mund und Hals mit Milch. Die beiden anderen haben nur Wasser und Toastbrot zum Neutralisieren. Wie gut helfen denn hier die Mittel? Gar nicht. Voll für den Arsch, glaub mir. Voll. Voll für den Arsch, ich bin Zweiter oder was? Alex und Andreas liefern sich noch einen erbitterten Zweikampf. 750.000, 1.000.000, 1,5 Millionen Scoville. Kelly bringt immer schärfere Portionen heran und den beiden Schärfeathleten fällt das Kauen immer schwerer. Bei der Portion mit 1,5 Millionen Scoville ist auch für Alex Schluss und er landet somit auf den zweiten Platz. Andreas isst seine Portion noch brav auf und kann sich somit wieder den Titel sichern. Auch er wird nun zu schmerzlindernden Mitteln greifen. Jetzt fängt's an mit brennen. Was ist jetzt dein Geheimmittel gegen die Schärfe? Am besten Milch mit Honig trinken oder Honig essen. Und naja, irgendwann hört's mal auf mit brennen. Dass mit dem Schafessen nicht zu spaßen ist, weiß auch Wirt Kelly. Naja, nur eigentlich, das ist ja nicht lustig, ne? Das siehst du eigentlich nur der Erstplatzierte, den geht's gar nicht so gut, ne? Und das jetzt hier, viele denken, das ist halt Spaß, aber das tut den Körper schon ganz schön rannehmen. Doch beim vierten Scoville-Contest ging soweit alles gut. Ob Andreas im nächsten Jahr wieder antreten wird, weiß er noch nicht. Nachdem er den Contest bereits zum vierten Mal für sich entschieden hat, gönnt er sich vielleicht mal ein Jahr Ruhe.